und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So. Der Hans-Peter hat mir eine Nachricht geschickt, dass er den Tatra doch schon gekriegt hat. Daher werden wir jetzt mal kurz zum Händler düsen. Wenn ich den Anhänger hier wieder rauskriege. Und dann schauen wir mal, was der Tatra so kann. Und dann können wir hier weitermachen. So, dann fahre ich erstmal kurz zum Händler. Weil es ist ein bisschen doof, die Bedienung hier von dem anderen Dinger ist ein bisschen komisch. Mit dem Dolly. Da gibt es wohl elektronische Schwierigkeiten. Deshalb. Warte mal. Muss man gerade mal den Neumann anrufen. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo Herr Neumann, Volker Varuna hier. Hallo. Haben Sie gerade den aktuellen Stand der zwei Weizenfelder? Ich kann mal auf die Handy-App gucken. Ja, vielleicht, wenn Sie mir gerade noch sagen könnten, was da für Arbeiten noch anstehen. Unkraut. Unkraut, oh Gott. Welche Wachstumsphase? Letzte. Letzte schon? Nee, vorletzte, Entschuldigung. Okay. Vorletzte sein. Dann würde ich gern einmal Unkraut in Auftrag geben. Wie schaut's denn mit dem Dünger aus? Mit dem Dünger? Ja, ist da schon was gedüngt worden? Glaub auch nicht. Nee, beide haben nichts mehr. Das ist ja doof. Dann bitte, wenn es geht, einmal düngen und einmal Unkraut. Ja? Ja. Okay. Gut. Also gut, das war's dann. Danke. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Harry? Hallo? Hallo? Ja? Du, wie schaut's denn aus? Ja? Ah, ja. Gut. Kommst du demnächst mal runter? Ja, wenn ich bei der letzten Ladung weg bin. Also, du brauchst nur eine Ladung? Nee, schon noch mehrere. Ach so, okay, schade. Ja. Gut, aber dann, dann gucke ich erstmal, ob ich das, wie weit ich das alleine wegkriege. Du, ich habe jetzt auch einen LKW gekriegt. Aber erstmal habe ich mir den nur gemietet. Wen? Ja, vom Hans-Peter. Der hat mir den vermittelt. Ja, ich will irgendwie mit Dolly da, es geht das nicht. Na, das ist ein bisschen doof. Habe ich auch gemerkt. Aber ich habe jetzt so einen russischen, so einen Tatra. Ja, den. Der rattert aber ganz schön. Ja, der ist, glaube ich, ganz gut, so mit den drei Achsen. Ja, vor allem mit der Lenkachse hinten noch. Ich glaube, der ist schon von Vorteil. Ja. Ja, der hat mir den eigentlich nur zum Ausprobieren. Okay. Ja, jetzt habe ich ihn halt immer. Ja, dann können wir uns ja mal austauschen, wenn es soweit ist. Wenn du dir einen zulegen willst, ich würde mir eventuell dann auch noch einen kaufen irgendwann. Ja. Dass wir mal uns austauschen, welcher was besser kann. Jo. Okay. Gut. Aber dann schauen wir mal. Gut. Ja. Bis dann. Ciao. So, dann gucken wir mal. Oh.
Okay, gegen Schild fahren kann er schon mal gut. Kleiner Kratzer drin. Aber das sollte bei einem Tatra nicht auffallen. Oh, hier geht aber schon ab wie Schmitz Katze. Ja. Eine Verlosung gibt's. Das ist ja interessant. Okay. Der Knoll hat gerade was geschrieben, dass wir eine Messe gibt. Eine Landwirtschaftsmaschinenmesse. So, dann gucke ich doch mal. Oh, jetzt habe ich den LKW oben. Oh, Mann. Jetzt habe ich den Traktor oben stehen. Braucht den aber eigentlich hier unten, um die Bäume zu sägen. Naja, egal. Dann mache ich das halt. Dann mache ich das halt doch per Hand. Viel wichtiger ist, dass wir die Stämme gut wegkriegen. Nicht so lange dauert. So, cool. So. Müssen wir gerade mal hier noch längen. Naja, ich sag mal so, wenn der Harry länger braucht, kann ich mehr Geld einfahren. Lass ich nicht lang mit mir fackeln. Bestimmt wieder irgendwo ein Ast noch dran. Da habe ich nicht ordentlich gearbeitet. Was ist denn hier jetzt los? Mann. Warum geht es jetzt nicht? So. Guck ich mal. Der kommt hier nicht hoch. Was ist denn los? Hätte ich jetzt eigentlich nicht von so einem Tatra erwartet. Ich gedacht, der kommt hier locker easy.
Warum kann der die jetzt nicht aufladen? Manchmal hat der China-Import so ein paar Problemchen. Das ist merkwürdig. Ah, jetzt so ein bisschen spät. Also ich weiß nicht. Bin da noch nicht so überzeugt von dem Tatra. Wobei ich nicht weiß, ob das an dem Tatra liegt oder... oder an irgendwas anderem. So dauert das Ganze natürlich ein bisschen eine Ewigkeit. Will wieder nicht. Ey, Mann. Die ganzen Bäume hier wegkriegen. Ich glaube, ich muss die alle hier noch mal ein bisschen lenken. Und es ist doch ein bisschen zu lang. Schauen wir mal. Oh, hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich wollte einmal fragen, ob der Händler noch da ist. Der ist, glaube ich, nur telefonisch erreichbar. Ach so, also nicht. Oder? Weiß nicht, müssen Sie mal gucken, ob der hier noch irgendwo rumschwirrt. Ne, telefonisch wohl auch nicht mehr. Doch, ganz oben. Gut. Ja. Ruf ihn mal an. Jo, probieren Sie mal. Tschüss. Wie schaut's denn aus mit den Feldern? Wird jetzt gerade dran was gemacht. Okay, super. Gut, dann bis später. Jo. Ciao. Gut, gut, gut. Ach nee. Bisschen doof, also wenn das zu lang ist. Es gibt's auch nicht hier. Was ist denn das für ein... ein Dingenskirchen. Hallo? Volker? Ja. Ja, hier ist der Jürgen. Bist du unten fertig? Wo unten? 82. Nee, noch nicht. Ich komm mal vorbeigucken. Ja, komm mal. Okay, bis später. Bis später, ciao.
Mist hier, ey. So. Ja, mit dem Tatra kannst du schon einen Krieg gewinnen. Also, was die Kraft angeht, da ist er ordentlich dabei. Gut, gut, gut. Ja gut, ich stelle den glaube ich mal einfach hier auf die Seite, dann kann den vielleicht Harry später wegfahren. Aber der, ich muss sagen, der Tatra macht schon eine ganz gute Figur. Und den werde ich mir immer wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar kaufen. Aber das war's für heute von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Ciao.